Begleitet uns heute bei meinem ersten Besuch hier im Trips Drill. Hallo meine lieben Schwestern, wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video aus einem neuen Freizeitpark, der mir bisher sehr unbekannt ist, und zwar Trips Drill. An der Stelle vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir haben die Tagestickets vom Trips Drill zur Verfügung gestellt bekommen. Ich bin nicht alleine, Brina ist dabei, Sinan ist dabei und ein Kumpel von Sinan. Wir sind also heute zu viert. Wir verbringen den Tag jetzt hier allgemein im Trips Drill. Ich muss ja den Park auch mal kennenlernen. Und heute Abend gehen wir dann aber auf die schaurigen Altweibernächte. Die Tickets haben wir uns aber dann selbst noch gekauft. Ja, ich nehme euch hier mit in den Vlog, bin sehr gespannt, habe schon so viel Gutes auch von euch auf Instagram gehört, wie schön denn dieser Park ist, und ich bin sehr gespannt, und ich sehe schon Kürbisse hier überall, also sieht sehr vielversprechend aus. Gucken wir nach hin. Danke. Danke. Jawohl, Scheißer kann jeder. Ja, aber der richtige Duft kriege, das ist eine Kunst. Was mir auf jeden Fall jetzt schon sehr positiv ins Auge fällt, ist die super schöne Kürbisdekoration. Überall sieht man Kürbisse im Park und auch die Lage. Also als ich schon mit dem Auto hierher gefahren bin, dass es so schön im Wald gelegen ist. Es gibt ja auch einen Wildpark, und mit dem Wetter haben wir heute echt auch mega viel Glück. Wir machen jetzt die Weinkübelfahrt, meine erste Attraktion hier. Und es sind so drehende Fässer. Und auf den Fässern stehen verschiedene Weinsorten. Jetzt los. Woo! Jetzt geht's rund. Ich hab das gesagt. Dreht sich. Jetzt die andere Richtung. Boah. Es fühlt sich, es ist fast so, als hätte man einen zu viel über den Durst getrunken. Ja, das ist ja auch die Weinfahrt. Kannst du mir mein Schokolade geben? Magst du mir mein Schokolade geben, Sinan? Warte, zieh noch mal bitte. Was ziehst du jetzt? Zieh noch mal bitte. Ach, das Mädchen. Das Mädchen zieht mal für unseren Kinderbrunnen. Oh. Eine Schlange im Stiefel. Ist ein Fisch? Fisch im Stiefel. Sie, Frina sieht jetzt überall Schlangen. Oh, Simone, da ist er beim Kitzchen. Die Amsel ist der Bräutigam, die Drossel ist die Braute. Wir sind gerade den Schmetterlingsflug gefahren. Also so viel Frühsport am Morgen habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Man muss wirklich in die Pedale treten. Aber war sehr schön. Wir haben die Weinberge gesehen. Wir haben uns nett unterhalten mit Brina. Es war super. Was haben wir jetzt? Wie heißt das? Irgendwas mit Wiege. Brina und ich fahren jetzt die Wiegenfahrt. Was erwartet uns hier? Sitzen und gucken. Sitzen und gucken. Einen schönen Park begutachten. Also wir sind hier in dem Thema mit Hochzeit und Kindern. Also alles hier in diesem Thema. Ja,
Ja, hier seht ihr jetzt mal die Events, die es jetzt hier gibt. Süßes oder Saures für die Kleinen am 30. und 31. Oktober. Die schaurigen Altweibernächte. Gestern war der erste Tag. Heute ist der 21. Oktober. Das seht ihr aber im separaten Video, das bereits online ist. Von 19 bis 22 Uhr. Aber ihr braucht auch dafür ein separates Ticket. Und es gibt dieses Jahr sogar ein neues Labyrinth. Ja, hier seht ihr die Öffnungszeiten von den verschiedenen Attraktion. Rafting hat bis 16.30 Uhr geöffnet und generell der Park hat bis 18 Uhr heute geöffnet. Also die Lieder sind jetzt drauf, ne? Gell? Ja, die Teller hebt ja alles. Dumm. Alles öffnen wir mal, ne? Ja, da ist Legoland, glaube ich. Linksbombe. Ja. Ich wollte rasch gedacht. Ja, das wäre vielleicht das Brückentag vor dem Taco in der Einheit, also den zweiten 10, das hier vielleicht nicht jeder hat. Wir fahren jetzt die erste Achterbahn heute und zwar Carajo. Sieht auf jeden Fall spektakulär aus. Die Bahn war ja sehr spektakulär, also hat recht Spaß gemacht, ruckelt nicht, wir haben auch nicht lang angestanden, glaube ich, für die erste Reihe jetzt 15 Minuten oder so. Richtig gut, wir sind auf jeden Fall jetzt wach und können die nächste Bahn fahren. Ja, wir haben uns das Bild, der hat das Onride jetzt gekauft und ich muss sagen, das ist so witzig, deswegen haben wir uns gekauft, hat 5,50 Euro gekostet. Schaut euch mal meinen Blick an. Ich habe noch nie so komisch geguckt auf einem Onride. Brina guckt irgendwie hoch in den Himmel. Ich halte mich richtig fest. Brina legt nur die Arme so drauf. Sinan ist auch sehr witzig. Der hält sich auch fest. Und Steffen, der freut sich auf die Fahrt. Als nächstes geht's für uns auf Mammut. Und wir müssen übrigens dazu sagen, wir haben eine Drehgenehmigung. Das heißt, wir dürfen auch Onrides machen. Alarm!
Wir sind jetzt gesenkte Sau gefahren und haben im Prinzip die drei Hauptattraktionen in dem Bereich abgegrast. Und jetzt würde ich sagen, es ist Zeit für ein richtig ordentliches schwäbisches Mittagessen. Meine Vorspeise ist jetzt da und ja, ich habe Omas Suppenschüssel. Da sind Fledle drin, Maultaschen und ja, sieht sehr gut aus. Ich bin sehr gespannt. Jetzt habe ich gar nicht erwähnt, wo wir essen sind. Wir sind ja in der Altweibermühle und meine Vorspeise, die Suppe, war etwas salzig, sehr gut durchgezogen. Aber dennoch, die Maultaschen waren gut, die Fledle, also bisher. Finde ich gut und Brina und ich haben uns einen süßen Weißherbst bestellt, eine Weißherbstschorle. Finde ich auch sehr, sehr lecker. Meine Hauptspeise ist da. Wie hieß es nochmal, Steffen? Mühlenfennle. Genau, wir haben eine Maultasche, wir haben Knödel, wir haben einen Salat und Kartoffeln. Also eigentlich steht da Kartoffel, also eine Kartoffel, aber es ist, glaube ich, Kartoffelsalat. Aber ist auch nicht schlimm. Ich mag Kartoffelsalat. Sieht sehr gut aus. Ja. Guten. Oh. Müssen wir erstmal wach werden. Wir haben ja so ein leichtes Müdigkeitstief und deswegen fahren wir jetzt Volldampf. Uns fehlen ja noch zwei Achterbahnen und dann haben wir alles. Holla, und dabei singen. Holla, 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 holla. Ja, ich bin sehr gespannt und am Ende sage ich euch, welche Achterbahn mir dann hier im Park am besten gefallen hat. Ja, und die anderen fahren auch. Ja. Thank you.
Wir sind jetzt Hals über Kopf gefahren und für mich ist immer noch Carajo auf Platz 1, aber Hals über Kopf, muss ich sagen, kommt dann, würde ich schon sagen, auf Platz 2. Du hast ja nur da so einen Stein im Herzen, weil du die Oma gesehen hast. Stimmt, genau, das wollte ich jetzt sagen. Ich wusste es, ich habe mich gefragt, warum sitzt denn immer diese Oma da? Die fährt und fährt immer jede Runde. Ich so, hä? Mein Brina, kennst du die nicht? Als YouTube-Freizeitpark-Vlogger musst du doch die Achterbahn-Oma kennen. Ich kannte die nicht. Und dann habe ich gegoogelt und tatsächlich, sie ist 83 und fährt, laut ihrem Arzt, soll das gegen ihre Hüft- oder Rückenschmerzen helfen, bis zu 50 Mal am Tag Achterbahn. Entweder Hals über Kopf oder Carajo. Also sie ist wohl sehr bekannt hier im Tripsdrill, da haben uns auch so ein Mädel und ein Junge noch, also zu Kindern angesprochen und gesagt, ja, sie ist sogar auch schon mal mit der Oma mitgefahren und so, die ist total berühmt und ja, fand ich krass. Also Brina und ich haben auch schon gesagt, in 40 Jahren, 50 Jahren? Ja. 50 Jahren. Ist das Ziel? Skyline, Bei mir ist es Connyland. Bei dir Connyland, bei mir Holiday Park. Mal am Tag für die Hüfte. Ja, also ich habe jetzt auch mal die Freizeitpark-Oma, Achterbahn-Oma gesehen. Ja, könnt ihr mal googeln, wenn es euch mal interessiert. Also einmal Achterbahn-Oma bei Google eingeben und dann... Ja, man hat gemerkt, die ist... die hat so einen Blick drauf, dass man sie ansprechen soll. Ja, wir gehen jetzt gleich noch Suppenschüsseln fahren. Und, was war das noch? Unsere Gläser abholen. Genau, im Antrittspreis... In der Eintrittskarte sind Gläser dabei. Und wenn wir gerade schon bei den Eintrittspreisen sind, habe ich euch noch vergessen zu erzählen, was denn hier so ein Tageseintritt im Tripsdrill kostet. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Das habe ich heute Morgen nämlich fotografiert. Also, ein Tagespass für Kinder kostet 41 Euro. Und inklusive dem Wildparadies und diesem Glas. Und für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren kostet es 45 Euro. Und Senioren ab 60 Jahren zahlen auch 41 Euro. Online ist es günstiger und es gibt auch zwei Tagespässe. Kostet dann 51 für Kinder, 55 für Erwachsene und 51 für Senioren. Und es gibt auch Jahrespässe, die fangen ab 99 Euro an für Kinder und 125 Euro für Erwachsene. Wenn man an der Attraktion vom Weinkübel weiterläuft, gibt es hier so eine Ecke und hier holt man dann sein Glas ab. Da. Genau, das ist das Glas, das ist das Kinderglas. Steffen, kannst du mir mal deins zeigen? Das ist das andere, was man... Also man kann sich entweder das aussuchen oder das hier. Und wenn man jetzt hier runter geht in den Keller, kann man Wein probieren. Ja, und das war unser Tag hier im Tripsdrill tagsüber. Er ist noch nicht vorbei, denn wir besuchen jetzt die schaurigen Altweibernächte. Das wird aber ein separates Video hier auf meinem YouTube-Kanal, welches bereits online ist. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich verlinke es auch gerne bei dem i. Ich finde den Park wirklich super schön gelegen. Die Deko, die Attraktionen gefallen mir echt gut. Und ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen... Also es ist nicht so mega modern, aber trotzdem gefällt es mir echt gut, weil es auch so den schwäbischen Touch immer noch, der schwäbische Touch im Park ist immer noch vertreten. Also auf jeden Fall ein Besuch wert und ich war sehr froh, heute den Tripsdrill hier zum ersten Mal besucht zu haben. Aber wie gesagt, es ist noch nicht vorbei. Wir besuchen jetzt nämlich die schaurigen Altweibernächte. Aber ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.